Isha, bring den Leviathan auf Kurs. Wir verschwinden. Kerrigan, du hast etwas im Labor gesehen. In Aruts Gedanken. Ich sah Amon. Älter als das Universum und mächtiger als ich begreifen kann. Und jetzt ist er am Leben. Dann wird dieser Amon vom Schwarm vernichtet werden. Wir wissen noch nicht einmal, wo er ist. Wir müssen uns auf ihn vorbereiten. Doch habe ich erst noch andere Rechnungen zu begleichen. Wahnsinn. Wenn du es befiehlst, bringen wir den Leviathan in das Gebiet der Liga und suchen das terranische Raumschiff Hyperion. Das werden wir auf jeden Willst Fall machen. Du ihre Hilfe dabei, den Terraner Jim Raynor zu finden? Yep. Älter als das Universum. Boah, das muss richtig krass sein. Vielleicht hat er das Universum sogar erschaffen. Valerian, wir empfangen eine Art Signal. Warnung, psionische Wellenform entdeckt. Stärke übersteigt Skala. Kerrigan, was ist mit Ihnen geschehen? Wie... Wir haben keine Zeit. Hört gut zu. Jim ist am Leben und ich kann ihn nicht finden. Aber ihr schon. Hackt das Netzwerk der Liga und findet heraus, wo sie ihn festhalten. Wir können ihr nicht trauen. Valerian, wenn die Chance besteht, dass Jim noch lebt, gehe ich ihn suchen. Sich in das Netzwerk der Liga zu hacken, wird nicht einfach. Nur ein Mann kann das Netzwerk hacken. Colonel Orlan. Und er wird gefangen gehalten von... Mira Hahn. Die Söldnerin? Ist sie nicht eine Freundin von Ihnen? Nicht ganz. Es ist... kompliziert. Bring mir es einfach hinter uns. Finde ihn, Matt. Das schulden wir ihm beide. Geil, dass du uns einfach so hilfst. Oh ja, ich liebe das. Ich liebe es richtig, wie die hier alle stehen. Gemütlich quatschen. Machen wir das doch am besten mal. Wir haben das Territorium der Liga erreicht. Sollen wir nach Korhal vorstoßen? Noch nicht. Ich muss vorher noch etwas erledigen. Wird es uns einen besonderen Vorteil verschaffen, meine Königin? Soll Abatur sich auf eine neue Essenz vorbereiten? Ruhe, Isha. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Es wird nicht gut ausgehen, aber es führt kein Weg daran vorbei. Wenn ich die Sterne so vor mir sehe, denke ich an die Erde. Ich erinnere mich an ihre grünen Hügel. Du kannst nicht nach Hause zurückkehren. Ich weiß. Auf der Erde ist für mich kein Platz mehr. Ich meinte, ich würde es dir nicht gestatten. Deine Rückkehr würde von der Erdregierung bemerkt werden. Sie könnten eine weitere Expedition in unsere kleine Ecke des Weltraums beabsichtigen. Eines Tages werden sie zurückkehren, das weißt du. Ja, und ich werde darauf vorbereitet sein. Hoffen wir doch mal. Auf zur Mission. Um das am besten gesicherte Netzwerk der Liga zu hacken, benötigen wir den besten Dechiffrierexperten, den es gibt, Colonel Orlan. Leider wird er von Mira Hahn gefangen gehalten. Eine gemeine und verrückte Söldneranführerin. Kein Problem. Orlan holen wir wieder raus. Ich meine, der war auch im ersten Teil von, also in Wings of Liberty da, von StarCraft 2. Ich hab den aber immer nur als Porträt gesehen. Na, das geht doch mächtig schnell. Perfekt. Mira Hahn, hier spricht Prinz Valerian. Können Sie mich hören? Natürlich, Prinzessin. Und ich weiß auch, dass Matthew in der Nähe ist. Ich will mit ihm sprechen. Sie vergessen, mit wem Sie hier reden, Söldner. Hallo, Mira. Matthew, du schreibst mir nicht, du rufst nicht an. Man könnte meinen, ich sei dir egal. Wir brauchen deine Hilfe. Du hast Colonel Orlan und wir brauchen ihn. Er ist der Einzige, der das chiffrierte Netzwerk der Liga hacken kann. Nun, ich würde gerne helfen. Ich brauche nur die Erlaubnis von James Raynor. Jim ist im Moment nicht hier. Oh je, in dem Fall kann ich euch Colonel Orlan nicht überlassen. Mira, wir brauchen Orlan, um Jim zu befreien. Gib ihn doch einfach frei. Unser Ruf ist alles, was wir Söldner haben, Schatz. Ich werde meinen Gefangenen niemandem außer dem Kunden überlassen.
Noch nicht einmal jemanden mit deinem verflucht guten Aussehen und Charme. Tut mir leid. Na, es ging schnell. Wir könnten ihre Aktivitäten in diesem Asteroidenfeld unterbinden. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Wir müssen ihre Hauptbasis zerstören. Aber sie wird es uns nicht leicht machen. Wir müssen unsere eigene Basis errichten. Eine von Miras Flotten hält sich in der Nähe auf. Wir können sie ausschalten und dort selbst Station beziehen. Holy shit, wir können mitten... Oh mein Gott. Boah, ich glaube, mein Gehirn ist gerade explodiert. Wir können Empfangen im Weltraum... Bestätigt. Kommandozentralen bauen. Das ist übelst geil. Die Sensoren zeigen uns jetzt die Position von Miras Station an. Lasst uns anfangen. Boah, die Hyperion ist gar nicht mal so übel. Hätte nie gedacht, dass wir die irgendwann mal steuern können. Ganz vorsichtig. Da können wir auch noch Sachen bauen. Wahnsinn. Hey Jungs, die Asteroiden vor uns sind zu nah beieinander, um durch sie hindurch zu navigieren. Ihr müsst einen kurzen Warpsprung durchführen, um an ihnen vorbeizukommen. Toll, okay, wir müssen direkt davor stehen. Dann springen wir rein. Gut, diese kurzen Sprünge sind auch nützlich, wenn ihr in Gefahr geratet. Ganz vorsichtig. Bam. So. Da drüben noch kleine Idioten. Haltet die Augen offen. Voll. Bestätigt. Hyperion ist eigentlich nichts weiter als ein riesiger Battlecruiser. Mira hat eine Kampffliegerpatrouille in der Nähe. Es sind mehr, als unsere Hauptgeschütze auf einmal erledigen können. Aber wir können unsere eigenen Kampfflieger rausschicken. Das wird die Chancen ausgleichen. Geil. Was das Ding alles drauf hat. Ganz vorsichtig. Direkt raus damit, im Vollangriff. Kommunikation. Ich hab gar keine Worte dafür. Dass die sich sowas ausdenken, ist einfach der absolute Hammer. Diese Abwehrstationen haben eine große Reichweite und verursachen verdammt viel Schaden. Zum Glück verursacht unsere Yamato-Kanone aber noch mehr. Shit, ein Schiff wurde von mir gekillt. Ich glaube, ich krieg die gar nicht wieder, wenn eins gekillt wurde. Machen Sie so. Okay, die Yamato-Kanone muss aber auch jetzt hier eingesetzt werden. Auf Kurs. Das ist ein Reparaturbot. Wenn wir ihn uns schnappen, kann ich die Hyperion sofort reparieren und unsere verlorenen Kampfflieger ersetzen. Das ist eine coole Sache, aber ich habe 6 von 6. Haltet die Augen offen. Ich muss trotzdem wahrscheinlich dahin. Okay. Kurs ermittelt. Ganz vorsichtig. Bestätigt. Zeit für die Basis. Gute Arbeit. Wir können diese Basis verwerten, sodass sie ab jetzt automatisierte Kampfflieger für uns produziert. Jedes Mal, wenn sie eine Flotte zusammengestellt hat, wird sie sie gegen Miras Jungs in den Kampf schicken. Können wir da nicht einfach mit ihr drüber reden? Hier draußen funktionieren die Dinge anders, Valeria. Hey, Magnetminen! Diese Schätzchen können ganz schön wehtun. Sie werden gerade auf dich zufliegen, also kannst du ihnen ausweichen. Du kannst auch einen Sprung einsetzen. Ah, kriegen wir schon gebacken. Aufpassen sollten wir aber trotzdem auf jeden Fall. Kann ich die jetzt steuern oder fliegen die? Die fliegen einfach Erwarte mit. Erwarte Bestätigung. Ja, Rainers Raiders. Mineralienfelder. Wir können sie abbauen, um mehr Ressourcen zu erhalten. Besorg dir die Mineralien und ich kann die Hyperion mit Upgrades versehen und sie noch stärker machen. Ja, aber sowas von. Die Sensoren zeigen mehrere Mineraliencluster in der Nähe. Sie werden allerdings von Magnetminen geschützt. Holen wir uns. Wie zum... Auf Kurs. Richtet alle Geschütze aus. Oh fuck. Hier. Oh fuck. Okay, wenn zu Kurs dramatisch... Oh, okay. Das Ganz ist eine Idee. Vorsichtig. Ziel erfasst. Au! Oh mein Gott, das ist viel Schaden. Bestätigt. Ich will nicht unbedingt die Flieger Langsame verlieren. Fahrt voraus. Ganz vorsichtig. Shit, ey, wie kann ich... Ich habe eine Idee. Auf Kurs. Sollte Haltet doch eigentlich funktionieren, oder? Yep. Bestätigt. Machen Sie es so. Koordinaten eingegeben. Kurs voll, jetzt noch voll hier oben rein. Geil, wie die Kristalle an diesen ganzen... Asteroiden befestigt sind. Laut den Sensoren haben wir alle Mineralien in dieser Gegend eingesammelt. Haltet die Augen offen. Ich finde das so geil. Ich bin gerade richtig Langsame Fahrt irgendwie voraus. Woanders. Machen Sie es so.
Auf Kurs. Noch nie sowas gesehen. Ganz vorsichtig. Ja, voll. Upgrade abgeschlossen. Ganz egal was. Alles ist jetzt besser. Beschaff mir mehr Mineralien und wir wiederholen das. Alles ist besser. Mehr Leben, mehr Schaden, mehr Rüstung. Die Sensoren haben Kel Morianer in der Nähe entdeckt. Sie verfügen über eine starke Verteidigung. Und sie haben ein Großkampfschiff. Wir könnten sie natürlich jederzeit umgehen. Aber vielleicht haben sie wertvolle Ressourcen oder Ausrüstung. Haben die garantiert. Langsame Fahrt voraus. Oh, Matthew, ich hasse es, wenn wir uns streiten. Kann es sein, dass sie beide eine gemeinsame Vergangenheit haben? Ermutigen Sie sie nicht. Ja, voll, alles zerstört. Koordinaten eingegeben. Aber die Hyperion frisst ziemlich viel Schaden gerade, da sollten wir aufpassen. Ganz vorsichtig. Machen Sie es so. Oh shit, da ist das Ding. Bestätigt. Boah, das war schon mal okay. Boah, dass die da nicht Kanonen abgefeuert hat. Der baut noch mehr Schiffe, um uns anzugreifen. Wir müssen ihn schnell ausschalten. Dieses Schiff drauf hat. Schon dabei. Ja, Matu-Kanonen, das Ding ist Geschichte. Ja. Horner hier. Gute Arbeit. Drängt weiter vorwärts. Matthew, das war nicht nett von dir. Vollautomatisierte Basen sind ziemlich teuer. Koordinaten eingegeben. Okay, hier springen wir drüber. Hier spricht der Captain. Kommunikation online. Auf Kurs. Wunderbar. Den Minen weichen wir locker aus. Reparaturbot, den können wir gebrauchen. Erwarte Bestätigung. Machen Sie es so. Haltet die Augen offen. Bestätigt. Kurs ermitteln. Das ist so easy, unglaublich. Langsame Fahrt voraus. Auf Kurs. So, jetzt gehen wir direkt da oben hin. Zack, sind wir weg und die Dinger fliegen daneben. Langsame Fahrt voraus. Ganz vorsichtig. Alles mitnehmen. Kurs ermitteln. Und wieder ein Stufenaufstieg. Hey, die Hyperion ist jetzt noch stärker. Kannst dich später bedanken. Ich glaube, das waren alle Mineralien, die es hier in der Gegend gibt. Yep. Auf Kurs. Kommunikation online. Horner hier. Ganz vorsichtig. Schön, dass die Hyperion gleichzeitig angreift, während ich fliege. Langsame Fahrt voraus. Kurs ermittelt. Koordinaten eingegeben. Oh ja. Nur noch 1000, dann ist die Hyperion auf der höchsten Stufe. 3 von 3 Upgrades, mehr geht nicht. Machen Sie so. Aus mit den Schiffen. Erwarte Bestätigung. Kurs ermittelt. Haben Sie Bestätigung. Ziel erfasst. Na, Vorsicht vor den Minen. Auf Kurs. Wollen wir noch nicht mal warpen? Okay. Machen Sie so. Komm schon, fliegt der dämlichen Teile. Koordinaten eingegeben. Haltet die Augen offen. Koordinaten eingegeben. Okay. Kurs ermittelt. Schiffe raus. Empfange Übertragung. Ja, Matu-Kanone. Bestätigung Sichtkontakt. Auf Kurs. Kurs ermittelt. Fahrzeuge gesichtet. Greife Ziel an. Unbedingt meine Yamato-Kanone bald wieder. Ganz vorsichtig im Visier. Ziel erfasst. Haltet die Augen offen. So. Los raus damit. Irgendwie erinnert mich die Hyperion an Carrier. Koordinaten eingegeben. Ein großer Battlecruiser Carrier. Auch nicht schlecht. Okay, dazu werde ich jetzt hier nicht die Yamato-Kanone benutzen, aber für dieses Ding. Die sollen sich da hinten prügeln. Was für epische Schlachten. Kommunikation online. Wir gewinnen. Nicht nachlassen. Natürlich nicht. Immer mehr Basen, immer mehr Schiffe werden die da hinten komplett auseinandernehmen. Kurs ermittelt. Bestätigt. Vernichten Sie das große Piratenschiff. Oh, das meinen die. Ich dachte, die meinten vorhin den Battlecruiser. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir die höchste Stufe erreichen für dieses Ding. Also, Koordinaten machen wir das eingegeben. Einfach mal. Ziel erfasst. Langsame Fahrt voraus. So, wenn wir die Mineralien alle eingesammelt haben, dann können wir direkt runtergehen. Haltet die Augen offen. Gar kein Problem. Ganz vorsichtig.
Machen Sie so. Auf Kurs.